Jo, moin, so liebe Sportsfreunde, euer Görki am Start. Heute ein recht interessantes Thema. Und zwar die Frage, welches Essen macht mich besonders müde und schlapp? Das kennt sicher jeder, der mal über den Tag verteilt was isst und dann so ein Loch fällt. Woran liegt das? Welches Essen ist das? Und was sollte man essen, damit man ein bisschen mehr Energie und Power hat? Ich habe eine sehr interessante Frage bekommen und ich glaube, das Thema habe ich so noch nicht ganz genau durchleuchtet. Und zwar ist die Frage von Marcel Müller. Ich lese sie mal ganz kurz vor und er fragt mich, spielt die Ernährung eine wichtige Rolle gegen Müdigkeit? Und wenn ja, was sollte man am Tag zu sich nehmen, um fit und konzentriert durch den Tag zu starten? Sehr gute Frage eigentlich, weil ich glaube, jeder von uns kennt das wirklich, wenn man so ein bisschen müde und schlapp ist, vor allem nach dem Essen, dass man irgendwie so ein Loch fällt und sich auch schlecht motivieren kann, irgendwie was durchzuziehen, das Training oder sonst was. Und ich möchte mal kurz darauf eingehen. Zunächst ist es erstmal so, wenn wir was essen, passiert eine Sache. Der Körper muss verdauen. Ja, und es gibt Verdauungsorgane wie den Magen, wie der Darm, die ziehen das ganze Blut, ja, weil die sozusagen dann arbeiten müssen. Sie brauchen wirklich die Power, die müssen das Blut haben und dadurch wird dem Gehirn Blut entzogen. Ganz einfach dargestellt, weniger Blut im Gehirn führt dazu, dass wir auch weniger Sauerstoff in der Birne haben. Dementsprechend fühlen wir uns bei der Verdauung nach dem Essen dementsprechend relativ müde. Ja, da gibt es einen ganz alten Trick. Verdauungsspaziergang, so ein kleiner Verdauungsspaziergang, das ist nicht einfach nur so eine alte Redensform, sondern es hilft tatsächlich, wenn man dann an die frische Luft geht nach dem Essen, sich nicht auf die Couch flankt, dann kriegt die Birne ein bisschen Sauerstoff und dann fühlen wir uns wieder frischer, ja? Dementsprechend haben wir da wieder einen Sauerstoffausgleich, ja? Einmal natürlich die Verdauungsorgane, die arbeiten müssen, die führen zu Müdigkeit, dann hängt es natürlich auch noch davon ab, was wir essen. Und ein Punkt, den wahrscheinlich schon fast jeder kennt, ist erhöhte Insulin-Ausschüttung, vor allem durch Zucker und Kohlenhydrate. Einfachzucker vor allem oder Traubenzucker führt einfach dazu, dass Insulin sozusagen hochschießt und der Blutzuckerspiegel geht dann recht schnell runter. Ja? Da geht ganz schnell runter der Blutzuckerspiegel und dann wird halt Zucker den Zellen entzogen und dann ist man wieder so schnell wieder müde. Ja? Das ist auch ein Effekt, den wir uns vor allem vor Augen halten müssen bei solchen Sachen wie Energy Drinks, oder halt auch zuckerhaltige Getränke oder halt auch sowas wie Dextro Energy oder Traubenzucker, was viele ja tatsächlich vorm Training nehmen, um fit zu werden oder vermeintlich Energie zu bekommen, bewirkt in der Regel das Gegenteil. Ja, wir haben natürlich ein bisschen Koffein da drin in diesen Red Bull Drinks und so weiter und so fort. In der Regel ist es aber nicht wirklich viel, was uns irgendwie schnell wach macht. Ja, das hält uns vielleicht kurz. Für eine halbe Stunde gibt uns das einen ganz kleinen Kick, wenn wir es überhaupt spüren. Und dann fallen wir eigentlich noch ein stärkeres Loch, weil der Blutzuckerspiegel wieder sinkt. Dementsprechend nehmt euch hier keine Red Bulls oder Energy Drinks, so kleine Dosen vom Training. Das bringt in der Regel gar nichts. Ihr werdet es vielleicht kurz merken und dann werdet ihr nach einer halben Stunde im Training auf einmal müde und so ein bisschen ins Loch fallen. Genauso bei den Dextro Energy Dinger, ne? Bei diesen Blöcken. Macht überhaupt keinen Sinn. Das macht vielleicht Sinn, wenn ihr sowas macht wie einen 100-Meter-Lauf, ja, oder einen Sprint oder beim Leichtathletik eine kurze Disziplin, aber nicht, wenn ihr eine Stunde ins Fitnessstudio geht, lasst die Finger davon, alles, was den Blutzuckerspiegel wieder schnell runterjagt, hat überhaupt nichts dazu suchen, ja, weil ganz wichtig ist die Homöostase. Das ist ein Wort, was ihr euch merken könnt. Homöostase heißt, der Körper strebt zum Ausgleich. Und wirklich, um ausgeglichen zu sein, auch vom Blutzuckerspiegel, ist ganz wichtig, dass wir langkettige Kohlenhydrate zu uns nehmen. Das Spiel kennt jeder, sprich Vollkornprodukte, Vollkornreis, Vollkornbrot und so weiter. Das lässt den Blutzuckerspiegel nicht so schnell runterfallen. Das jagt ja Insulin nicht so in die Höhe und dementsprechend müsst ihr gucken, dass ihr ausgeglichen futtert. Ein weiterer Punkt, was auch müde macht auf jeden Fall bei der Ernährung, sind schwer verdauliche Lebensmittel, zum Beispiel auch Fisch und Fleisch. Ja, ich merke das auch gerade bei mir im Aufbau, wenn ich dann tatsächlich mal ein bisschen mehr Hähnchenfleisch und so esse, der Körper braucht tatsächlich länger mit der Verdauung und dazu kommt tatsächlich auch noch, dass in Hülsenfrüchten, Fleisch, Fisch auch noch Tryptophan drin ist und Tryptophan ist eine Aminosäure, die unter anderem das Hormon Serotonin aufbaut. Ja, Serotonin ist sozusagen ein Hormon, was auch die Müdigkeit wieder fördert, dass euch so ein bisschen diese Schlafphase bringt, ja, was an die Synapsen geht, dass ihr euch ein bisschen müde fühlt. Und deswegen wäre tatsächlich Worst Case viel Zucker am Tag, über den Tag verteilt, immer Snacks, das macht euch müde. Fleisch und Fisch in Mengen essen, das macht euch müde. Und wenig Bewegung. Ja? Dementsprechend, was kann man grundlegend sagen, damit man sich fit und frisch fühlt? In meinen Augen
Geregelte Mahlzeiten auf jeden Fall, morgens und mittags, abends. Nicht zu viele Snacks zwischendurch, vor allem auch nicht welche, die den Blutzuckerspiegel runterjagen. Also, ne, zum Beispiel keine Säfte, keine Energy Drinks, keine Schokoriegel, davon die Finger lassen, auch irgendwelche Brötchen oder irgendwelche Weißmehlprodukte, Kuchen, das, da ist die Kuchen, die nicht gut, das senkt den Blutzuckerspiegel und macht euch wieder müde. Und ja, das sind so die Sachen. Dementsprechend, wie gesagt, feste Mahlzeiten, vor allem vor dem Training gucken, dass ihr da nicht unmittelbar davor futtert, auch nicht so kleine Zuckerboost nehmt, wie halt Traumzucker oder Energy Drinks. Das bringt überhaupt nichts. Und dann müsste das halt passen. Geht an die frische Luft, Sauerstoff für die Birne und dann wisst ihr, woran das liegt, dass ihr müde seid von dem Essen. Ja, das hat ganz klare Auswirkungen und da vielleicht das nächste Mal drauf achten. Vielen Dank nochmal an Marcel für die Frage, für die gute Frage. Und in dem Sinne, ja, ich hoffe, ihr gebt mir mal ein Däumchen hoch für das Thema. Bis dann, euer Görki. Ciao.